Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Ostern ist bald vorbei und deswegen heute nochmal mit dem Kinderüberraschungs-Riesenei. Aber dieses Mal in der pinken Edition. In der blauen Edition waren ja die Avengers und in dieser rosanen pinken Edition sind Mascha und der Bär. Also es sind Spielzeuge von Mascha und der Bär drin, Figuren. Ich kenne die Serie selbst nur vom Hörensagen, habe noch nie reingeschaut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, worum es bei Mascha und der Bär geht. Bei den Avengers kenne ich mich gut aus, in dieser Serie leider nicht so gut. Aber als ich dieses Riesenei gesehen habe, habe ich einfach zugegriffen, weil ich es nochmal für euch testen wollte und weil es auch ein mega Schnäppchen war. Die gab es im Lidl für 5,99 Euro. Es war so ein Schnäppchen, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ich hätte es für euch aber auch für 8 Euro gekauft, sag mal ganz ehrlich. Weil ich liebe es, diese Rieseneier auszupacken. Und dank dem Kanal habe ich die beste Ausrede dafür. Wirklich, das ist echt das Beste. So, jetzt schaue ich mal. Ja, das pinke Riesenei mit Mascha und der Bär. Wer ist wohl drin? Mascha und der Bär. Und wie viele Protagonisten oder wie viele Figuren gibt es da übrigens überhaupt bei Mascha und der Bär? Ich würde jetzt sagen, dass es nur 2 gibt, aber da wird wohl ein bisschen mehr passieren, denke ich mal. Bei Bibi Blocksberg gibt es ja auch mehr als eine Figur, obwohl die Serie Bibi Blocksberg heißt. So zum Thema Logik. Wobei, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, das wäre doch auch mal eine geile Koop mit Ferrero, oder? Stellt euch das mal vor, Bibi Blocksberg. Ich glaube, da würde ich mir gleich 3 Eier kaufen. Einfach nur wegen der guten Kindheitserinnerung. Und jetzt ist wieder der Moment gekommen, der Andacht. Wir betrachten das Ei in einem schönen Zustand und ich hoffe, dass ich es genauso gut auch geöffnet kriege. Und es fühlt sich gut an. Es scheint aber ein bisschen zu brechen hier. Ihr könnt es sehen, es bricht, 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 bricht. Nicht, doch so ein bisschen, aber noch vollkommen in Ordnung. Diese Geduld, die man hier aufbringen muss, ne, ist schon krass. So, ah. Ich glaube, da ist was Cooles drin. Was ganz cool. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Spielzeug anfühlt, wie groß es ist, ob man da viel bauen muss oder wenig bauen muss. Schauen wir mal, was die gute Mascha hier so uns beschert. Dreht ihr das? Drückt ihr das auf? Wie macht ihr eigentlich diese Eier auf? Ich drücke hier immer so ein bisschen drauf. Kommt da so ein bisschen Luft dazwischen. Aber drehen ist, glaube ich, das Beste. Erstmal streicht die Mascha, ja. So. Aber mit Geduld, was ganz wichtig ist, Geduld da draußen ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Die habe ich tatsächlich nicht immer. So. So, komm schon, Mascha, die Avengers ging einfacher auf. Diesmal habe ich ein Ei erwischt, was ein bisschen mehr streikt. Aber es liegt auch daran, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Der Schirm hat ja wohl alles versperrt. Und wie süß sieht denn dieser Schirm schon aus? Ich raste aus. Finde ich vollkommen niedlich. Oh, ich muss immer auch meinem Anzug sagen, auch irgendwie riechen. Das ist so ein Gummimaterial, ist das. Total witzig. Und so, dann gucken wir mal hier. Oh, der Bär ist aber größer. Ich hatte ja beim letzten Ei hatte ich den Captain America drin. Und hier der Bär, der passt, da passt der Captain America aber zweimal rein. Das finde ich schon mal ganz cool. Aha. Und anscheinend kann der Bär sich auch so ein bisschen bewegen. Oh mein Gott, das ist fest. Ich finde es echt noch cooler gemacht. Ich baue jetzt mal die Mascha zusammen. Ich finde es irgendwie noch cooler als die Avengers, muss ich sagen. Also zumindest als die Captain America-Figur, die dann auf so einem Stein drauf stand. Ich sagen, da finde ich die Mascha hier mit dem ganzen Zubehör und dem der Gießkanne echt cooler. Ich zeige euch mal direkt nochmal hier den Captain America im Vergleich. Hier fliegt nochmal Captain America durchs Bild. Okay, das Coole ist hier, konnte den so aufziehen. Aber schaut mal, der Bär ist wirklich wesentlich größer als Captain America und könnte Captain America wahrscheinlich, okay, der Captain America hat Superkräfte, aber der Bär lächelt dafür super. Das ist der Bär von Mascha und der Bär. Und dann gibt es auch noch die wunderbare Mascha, die hat gerade ihren Schirm verloren. Und ich finde, das ist alles irgendwie so ein bisschen liebevoller gestaltet. Deswegen würde ich sagen, Mascha und der Bär besiegt die Avengers Edition, weil sie hat auch noch eine Gießkanne. Damit kann sie locker ja mithalten mit dem Ding. Finde ich wirklich sehr süß gemacht. Auch hier mit den Augen und mit dem Lächeln und diese Detailverliebtheit. Schaut mal, finde ich wirklich ganz, ganz gut gelungen. Eine wunderschöne Edition hier, auch mit dem Bären. Es ist wirklich sehr, sehr niedlich, ihr Lieben. Auf einer Skala von 1 bis 10.
Ich finde die einfach gut gelungen. Gebe ich dir wirklich 9 Punkte und finde sie damit sogar noch ein bisschen cooler als die Avengers Edition, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein paar schöne Reststunden hier am Ostermontag. Alles Liebe!